Moin, der Sasa Albers, der hat sich darüber tierisch aufgeregt, dass er mir ein Abo geschenkt hat und mir seit 4 Monaten die Daumen drückt, wegen oder zwecks Bestehung meines Exams. Guter Hinweis, habe ich nämlich total vergessen, muss ich sagen, hier bei YouTube was reinzuhauen, wie es mir ergangen ist in dieser Prüfungsphase mit meinem Examen zum Altenpfleger. Hier die OTZ aus Thüringer Zeitung hat auch nochmal eine Menge geschrieben über mich. Wow! Und auch da gab es ganz viele Daumendrücker von meinen Patienten, Kunden, die auch mich angerufen haben, gefragt und nochmal gesagt haben, toi, 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 dass das alles gut wird. Das war total süß. Und ja, alle haben mir die Daumen gedrückt, alle waren bei mir, haben mich begleitet und waren einfach da. Und das war total schön, ein gutes Gefühl. Jetzt nochmal dazu, ganz klar die Frage, Sasa Albers, hier mein Feedback zu meinem Examen. Wie war das? Prüfungsphase allerdings jetzt mal so speziell. War ja schon intensiv, also sehr intensiv. Zuallererst, hier ist es, nein, das ist das Zeugnis, hier, meine Berufsurkunde, 9/11 ausgestellt, ey geil, endlich mal auch Urkunde zum Tragen des Namens Altenpfleger, ich darf mich jetzt Altenpfleger nennen, 9/11 unterschrieben, gestempelt, gesiegelt, 9/11, ich bin, 2018 bin ich Altenpfleger, ja, mündlich, gut, schriftlich, gut, praktisch, sehr gut. Ja, es war total geil. Richtig gut lief, muss ich sagen, die Vorbereitung. Die Vorbereitung meiner Mentorin, erstmal nochmal danke, Julia. Ohne die hätte ich das so nicht hingekriegt. Praktisch hat sie mich richtig rangenommen und mich machen lassen, mich drangenommen, mir Sachen machen lassen, die, ja, die ich im Altenheim so hätte nie machen können. Das hat mir Sicherheit gegeben. Die ganzen praktischen, also Fachpraktika, die ich besuchen durfte und machen durfte, danke an das Arbeitsamt. Es ist ja eine Umschulung gewesen, oh, das war schon, ich habe eine Menge gelernt und dadurch gab es Sicherheit in der Praxis, auch wenn die Prüfer mal 20 Minuten weg waren, für mich war es eine Ewigkeit und debattiert haben, ob es eine 1 oder eine 2 wird, weil es Kommunikationsprobleme gab, ich aber zum Glück angegeben habe bei meinem Feedback, dass es dort Kommunikationsprobleme gab, weil die Patientin mit der Situation natürlich oder in der Situation Prüfung anders war, weil sehr viel mehr Leute da waren als normalerweise, wenn ich mit ihr alleine dort bin. Dadurch war eine andere Kommunikation da und das habe ich vorher gefeedbackt. Somit gab es eine 1, fand ich total geil. Ja, es rief richtig gut. Danke nochmal an meinen Professor Wolf in der BSW Reichenbach. Ohne den hätte ich das so vom Feeling her, denke ich, weil er mir vorgegeben hat, in seinem Alter, in seinem hohen Alter, Ü70, immer noch da, immer noch präsent, immer noch voller Wissen und Tatendrang im lebenslangen Lernen, macht er das, zieht er das durch und das gab mir irgendwie auch nochmal Aufschwung, das mit 50 zu machen. Danke an alle Lehrer, die mich da positiv unterstützt haben. Ja, Praxislehrer, Krankheitslehre-Lehrer, DTH-Lehrerinnen und Lehrer. Es war eine gute Zeit. Lernen, danke nochmal auch da an die Lehrerinnen. Ich habe gelernt zu lernen. Das war sehr wichtig. Und natürlich, was richtig gut lief, dadurch, dass ich von Anfang an gelernt habe, immer mehr gelernt habe als alle anderen. Ich bin halt nicht einer von denen, die sich hinsetzen, irgendwie eine halbe Stunde mal irgendwie kurz vorher, vor einem Tag vorher vor einer LK sich was durchlesen und dann die Scheiße wissen, nein, bin ich nicht. Ich muss wirklich intensiv lernen, ich muss mich da dran setzen und das von Anfang an drauf schaffen, den Stoff. Und dadurch hat mir das alles natürlich dazu beigetragen, hat mir das geholfen, hat das gemacht, dass ich gut bin. Ein Notendurchschnitt von 1,6, was will ich mehr? Eine 1 ist es nicht geworden, ist aber egal. Kommen wir nämlich zum, was ist der Kotzreiz dieser ganzen Geschichte? Nach Einsicht dieser ganzen Arbeiten, die wir geschrieben haben, schriftliche Arbeiten, es gab ja 3 an 3 Tagen, war auch sehr intensiv, hat diese ganze Prüfungsphase nochmal vorweg, war so ein Gefühl wie dieses hier. Es ist irgendwie so ein Gehetztsein die ganze Zeit auf Power, 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 Power. 3 schriftliche, Problem war, ich wusste ja die Ergebnisse nicht. Wir kriegten die ja nicht. Wir haben es geschrieben. 2 Stunden lang gepönt, geschrieben. Ich hatte Krämpfe in den Händen. Ich hatte hier dicke Hornhaut schon. Ah, cool.
Aber halt, wie gesagt, das nicht zu wissen, wie ist das Ergebnis. Es war nicht so gut. Nachdem man dann die Ergebnisse wusste und wir Einsicht nehmen konnten, habe ich dann herausbekommen, dass ich jeweils in allen schriftlichen, drei schriftlichen jeweils eine 2 geschrieben habe. Finde ich gut. Das war gut. Schlecht war, jetzt kommt's, mündliche. 3 mündliche Prüfungen hatten wir ja an 3 Tagen. Die erste habe ich, glaube ich, eine 2 gemacht. Das war recht. Die Krankheitslehre, wenn man das mal so grob fassen kann, habe ich eine 1 gesprochen. Und die letzte, das war auch noch zum Thema mein Lieblingsthema, Gewalt in der Pflege, eine 3. Das war sehr enttäuschend, habe ich einen Kotzreiz gehabt, obwohl ich mich wirklich intensiv darauf vorbereitet habe und auch alles gewusst habe. Aber egal, so ist es nun. Praktisch habe ich eine 1 geschafft, darauf bin ich sehr stolz. Was will ich mehr? So, das war der Kotzreiz, die 3. Meine größte Angst, die ich hatte, in der ganzen Zeit natürlich einen Blackout zu bekommen. Ich hatte den ja einmal bei dem Professor Wolf, der hat immer mündlich abgefragt. Und der fragte mich dann auf einmal und auf einmal wusste ich gar nichts mehr. Und das war ein fürchterliches Gefühl. Ich kannte das von früher noch. Ich bin jetzt nicht der Lerntyp. Ich habe nie irgendwie Lernen gelernt. Ich habe meine Prüfungen immer alle irgendwie so mit Hängen und Würgen oder so gerade eben zwischen befriedigend und ausreichend gepackt. Alle Facharbeiterbriefe, die ich habe. Ich habe immer Gas gegeben, aber es blieb nie was hängen. Ich wusste nie, wie das geht. Jetzt weiß ich, wie man lernt und bleib auch drin. Versprochen. Aber das war so irgendwie die größte Angst, ein Blackout zu haben. Nicht mehr alles weg. Gähnende Leere und fürchterlich, fürchterlich. Der Druck war gewaltig. Zumal ich ja auch dachte, ich musste das erstmal alles vorbereiten, weil es gab noch viele Fragen, auch bei Twitter, zu dem Thema, wie war mein Examen oder wie sehe ich jetzt generell die Pflege, kommt alles noch, was wollte ich sagen, weiß ich nicht, Faden verloren, egal. Also weil ich ja, genau, das war das Problem, weil ich ja dachte, ich mache einen Altenpfleger, der ist nicht so anspruchsvoll wie der Gesundheits- und Krankenpfleger, vergiss es. Der ist genauso, der Altenpfleger haut genauso rein. Ich fühle mich, empfinde mich genauso. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich bewerben würde im Krankenhaus, bin ich mir 100% sicher, ich brauche 3 Wochen, weil ich halt die Praxiserfahrung da, was weiß ich, Gerätekunde, Blatrablub, irgendwie ein bisschen Blutabnahme, da muss ich halt nochmal rangenommen werden, 14 Tage, 3 Wochen, dann kann ich das auch. Ansonsten habe ich, denke ich, das Gefühl, nicht irgendwo weniger gelernt zu haben als ein Gesundheits- und Krankenpfleger. Gehe ich nicht davon aus. So, das dazu. Wie sehe ich jetzt nach 3,5 Jahren die Pflege, habe ich mir noch so eine Frage gestellt. Grundsätzlich würde ich sagen, war ich am Anfang sehr naiv. Wer weiß denn schon, was ein Altenpfleger macht? Ich glaube, dass man, also ich selber hatte ein völlig falsches Bild davon und ich glaube, dass die Gesellschaft auch ein völlig falsches Bild vom Altenpfleger, von der Pflege generell hat. Es war alles sehr naiv. Mir ist klar geworden, nach 3,5 Jahren, wir arbeiten in der Pflegeindustrie, Pflegewirtschaft. Es geht um Kohle. Und da muss man das Beste daraus machen, ganz klar. So, wo sehe ich mich in 10 Jahren, nochmal die Frage, habe ich mir gestellt. Boah, da bin ich 62. Ich hoffe immer noch in der Pflege und ich denke, ich werde auch in der Pflege sein. Da hat mir bei Twitter, @utma24 hat mir da die Frage gestellt, ob ich da noch am Bett bin. Das muss ich jetzt dazu sagen, bin ja jetzt auch nicht wirklich am Bett. Also ich bin ja in der Ambulanten und das ist bei uns ist das halt so gestaffelt, dass schon da unterschieden wird zwischen Fachkraftarbeit und Hilfskraftarbeit. Natürlich wasche ich auch meine Kunden, das kommt auch vor, das ist auch da, aber meine Hauptaugen oder mein Hauptbereich, mein Hauptaufgabenbereich liegt dann doch im Spritzen von Insulin, Wundbehandlung, Dokumentation, AZ gucken, wie ist das, Vitalzeichenkontrolle. Kommunikation mit Ärzten, mit der Apotheke, Medikamente stellen, lalala, das sind so eigentlich Fachkraftarbeiten, die da auch sind und die auch ja dementsprechend anders finanziert werden und auch bezahlt werden und die mache ich auch. Und somit weiß ich nicht, momentan fühle ich mich nicht so, als ob das ein Problem wird in 10 Jahren mit 62 oder mit 61. Geht weiter, wie gehabt. Das sieht der Holger 101X anders. Der ist ja der Meinung, dass ich keine 5 Jahre mehr durchhalte. Mein Kollege, alter Kumpel, Kamerad der Marine. Ich sehe das wirklich so. Ich glaube, weil ich kann das so sehen, weil ich sehr doll auf mich aufpasse. Ich mache viel Sport, ich achte auf mich. Meine Kolleginnen und Kollegen achten auf mich. Meine Teamleitung achtet auf mich. Mein Arbeitgeber achtet auf mich. Was soll da passieren? Nichts.
So, er fragt mich auch noch, der Holger 101X fragt noch, wer mich denn dann pflegt, wenn ich mit der Pflege durch bin. Weiß ich nicht, wann wird das sein? Mit 70? Mit 80? Wenn ich mit der Pflege durch bin? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, wann ich mich zur Ruhe setze, wann ich nicht mehr arbeite. Jetzt kommt dann erstmal ein Auto, aber ist ja egal, ihr versteht mich ja trotzdem. Ich gehe davon aus, dass meine jungen Kollegen und Kolleginnen mich dann pflegen werden, die ich ja auch kenne. Die können das. Ich denke, das wird gut, wenn das soweit ist. Allerdings könnte das dann bis dahin ja auch so sein, dass dann schon Pflegeroboter im Einsatz sind. Wenn er WLAN hat, warum nicht? Ansonsten, wenn es zu doll wird, werde ich auf alle Fälle vorher den Schalter oder den Stecker ziehen lassen oder was auch immer. Ich habe alles vorbereitet. Pad-Verfügung ist da, eigentlich kann nichts passieren. Auch da ja nochmal die Frage, gibt es zum Beispiel mal hier noch, könnt ihr mal unten in den Kommentaren reinhauen, habt ihr irgendein Tattoo, was ihr irgendwie stechen lassen würdet? Keine Wiederbelebung, irgendwelche Symbole oder was? Gibt es da schon was? Habt ihr Ideen? Was würdet ihr machen, damit ihr, wenn ihr wisst, ihr wollt nicht wiederbelebt werden, ihr wollt nicht beatmet werden, im Notfall irgendwas zu tätowieren? Eure Ideen mal da unten rein, würde mich interessieren. Kommt auch nochmal ein extra Vlog draus. Vielleicht lasse ich mich nämlich auch nochmal anders tätowieren. Mal schauen. Kommt als nächstes. Aber dazu da. Das, genau. Also, ja, weiterhin. Christian Gröschel, der hat mich gefragt. Fortbildung, ein lebenslanges Lernen, wie ich das so sehe. Also ich generell sehe das so, dass ich ein Leben lang lerne und dass es das lebenslange Lernen auch gibt bis ins hohe Alter. Da habe ich kein Problem mit. Ich selber bekomme ja von meinem Arbeitgeber regelmäßig Fortbildung weiter, also Fortbildung auf alle Fälle, FEM, freiheitserziehende Maßnahmen, Medis, Fortbildung, Arbeitsschutz und das läuft ja sowieso schon parallel. Was ja regelmäßig ist, kommt mir schon relativ viel vor. Ein bis zweimal im Monat habe ich da was. Aber ansonsten möchte ich natürlich auch mich auf den neuesten Stand halten, gerade in der Altenpflege oder in der ambulanten Pflege. Was läuft da? Was ist da gerade neu? Wundmanager, klar, oder beziehungsweise ich fange jetzt an mit Wundexperte. Wisst ihr ja alles, weißt du auch, Christian, das Projekt läuft. Ich will erst Wundexperte machen, dann den Wundmanager und dann den Fachtherapeut Wunde noch oben drauf setzen, weil ich glaube, da liegt irgendwie der Konsens, chronische Wunden wird extrem werden in Zukunft. Und ich glaube, da auch die Ärzte gerne unterstützen zu wollen, gerade wenn es darum geht, ökologisch zu arbeiten, nicht immer diese Doppelpacks, noch doppelt, da Sachen, alles doppelt gemoppelt und kostet einfach nur unheimlich, es geht auch anders. Und ich denke, da bin ich richtig gut, da habe ich auch richtig Bock drauf, aber richtig Bock habe ich auch auf Palliativcare. Und da gibt es ja nun ganz viele Weiterbildungsmöglichkeiten oder Fortbildungsmöglichkeiten, die man da machen kann. Vielleicht sogar auch ein Studium nochmal dranhängen. Jetzt nicht, weil jetzt möchte ich erstmal Praxis sammeln und Erfahrung sammeln und mich komplett als Fachkraft ausarbeiten. Aber in Zukunft auf alle Fälle. Es gibt ja sogar den Wundmanager in Österreich. Den kann man ja sogar machen. Habe ich gesehen. Studium. 4 Semester. Warum nicht? Wer weiß. Vielleicht mal in Österreich arbeiten. Vielleicht gibt es ja jetzt hier gleich nochmal ein Angebot in Österreich für die Pflege. Also ich kann eine Menge. Katheter legen, kein Thema. Wundbehandlung, kein Thema. Ich kann einiges. Mal sehen. Also das für mich weiter lernen ist auf alle Fälle für mich wichtig und das ein Leben lang. Das zu deiner Frage. Ansonsten fragte noch Pflege-News mich 3 Dinge, die ich gerne ändern möchte. Individuell, auf der individuellen Ebene. Was möchte ich da ändern? Da habe ich länger drüber nachdenken müssen. Da ist mir eingefallen, das ist vielleicht jetzt ein bisschen böse, aber mir missfallen oder mir gehen diese Bad News auf den Sack. Diese Bad News, dieser Flexit-Scheiß von irgendwelchen Burnout-gebrannten Schwestern und Brüdern aus der Pflege, die da irgendwie den Absprung nicht geschafft haben, die naiverweise irgendwie 30 Jahre in der Pflege arbeiten und denken, dass ihr Arbeitgeber, der sowieso schon von Anfang an ein Arschloch war oder scheiße war und nur hier denkt und denkt, wann die Leute dann irgendwie gedacht haben, sie werden das System noch ändern und ohne sie wird es sowieso nichts anders werden, das finde ich zum Kotzen. Und dadurch dann halt, weil sie so eine Erfahrung gesammelt haben all die Jahre und den Absprung einfach nicht geschafft haben, einfach mal einen Arbeitgeber zu wechseln, da einen Flexit raushauen und die Pflege so dermaßen mies machen müssen, finde ich zum Kotzen. Ich bin der Meinung, Kündigung finde ich gut, es gibt genug Arbeitgeber, die auf einer guten Ebene arbeiten, die auch gute Angebote machen, warum denn nicht da einfach mal wechseln, was soll denn das, kein Arsch in der Hose oder was?
Das ist so das Individuelle und mein Part wird dann sein in der Pflege und das ist auch schon so positiv zu berichten, weil Augen auf bei der Arbeitgeberwahl, ganz klare Sache, sage ich da. Geht mir auf den Sack. So, organisatorisch verändern, ja, SIS, kacke, finde ich kacke. Also mir fehlt da, also die ganze Dokumentation, finde ich mal so, in Zukunft sollte das geändert werden. Also es kann nicht sein, dass wir nur dafür bezahlt werden oder beziehungsweise Pflege nur bezahlt wird in der aktiven Arbeit. Am Patienten oder am Kunden. Das heißt, wenn ich eine Wundbehandlung mache, wird die natürlich in Minutentakten entlohnt von der Kasse für Summe X, außer es gibt Ausnahmen, kann man mal spezielle Einzelfall, blatrablub, für einen 40er irgendwie was klar machen, wenn es länger dauert, was öfters vorkommt. Aber wo ist die Doku? Wenn ich ich muss ja eine vernünftige Wunddokumentation noch erstellen, die ist ja nicht irgendwie in 20 Sekunden abgetan. Da muss man ja mal drüber nachdenken, was kann man da machen und. Ist der Verlauf anders, das kann ich nicht runterschmieren, da muss ich mich intensiv mit auseinandersetzen. Das braucht Zeit, das muss bezahlt werden, Leute. Das bin ich der Meinung, organisatorisch muss besser werden. Hier fliegen jetzt die ganzen Zettel unten, aber egal. Zum nächsten Punkt, nämlich berufspolitisch. Berufspolitisch bin ich eigentlich ein Gegner von Kammern. Weil, also ich persönlich, mein Gott, mit über 50 Jahren kenne ich jetzt Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Blattrablub, die haben nie was gerissen. Das war immer irgendwie mehr die Gewerkschaft, die was gemacht hat. Aber solange mein Dings, berufspolitisch, solange sich Krankheits-, Gesundheits- und Krankenpfleger, Altenpfleger, Therapeuten, Ärzte, Hilfskräfte, wie sie alle heißen, ja, sich nicht das Grüne unterm Nagel gönnen gegenseitig, wird sich überhaupt nichts verändern. Warum sollte die Politik irgendwas ändern, wenn wir uns alle nicht einig sind? Da wird da irgendwie, das ist die Krankenschwester, der kommt aus dem Krankenhaus, und dann ist der Altenpfleger, der kommt aus dem Seniorenheim, und die Ambulante hat ja wieder Scheiße, war nur 3 Minuten drin. Das ist doch zum Kotzen, was soll denn das? Das wird so nichts. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Frauenproblem ist, so generell, dass einfach immer irgendwie über den anderen gelästert wird. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hier, ich habe keine Löcher in der Hände, mir wächst kein Gras aus der Hand. Weiß ich nicht. Oder aus der Tasche. Keine Ahnung. Werbung auf alle Fälle berufspolitisch muss gemacht werden. Wenn die Politik für die Bundeswehr irgendwie mehrere Millionen für ein geiles Video, für mehrere Videos raushauen kann, auch bei YouTube und, was macht individuell und geil, knackig, frisch, da muss das auch für uns, für die Pflege gelten. Es müssen Videos rausgehauen werden, was ist denn die Ambulante? Und dann nicht irgendwie nur oberflächlich angekratzt sein werden, sondern was geht wirklich in der Ambulanten? Was geht wirklich in der Demenz-WG? Was geht wirklich im Palliativ? Was geht wirklich im Altenheim oder im Krankenhaus, auf der Intensiven? Und, das muss gezeigt werden. Das ist doch gar nicht da. Wer kann sich denn wirklich ein Bild davon machen, was da abgeht? Keiner. Die Arbeitgeber werden es nicht tun. Weil die wollen ja nicht Werbung für den anderen, für das andere Krankenhaus nebenan machen mit ihrem tollen Video und das Heim will auch nicht Werbung für den machen, die Ambulante will nicht Werbung für den. Mehr Zusammenarbeit hier, ne, berufspolitisch, macht einfach mal, Politik muss Werbung machen, die muss das in die Hand nehmen und Werbung für uns machen, aber dann fetzige und am besten mit uns an einem Tisch und nicht Arbeitgeber mit dran. Nee, das wird nichts, sondern die Pflege muss an den Tisch. So, das dazu. Utopischer Berufstraum. Meiner. Ja, ich würde mal sagen, alle arbeiten zusammen. Das ist so meine Utopie. Alle arbeiten echt zusammen. Hand in Hand. Digital natürlich. Mit Online-Ärzten zusammen. Ich kann per Kamera dem Arzt die Wunde zeigen, kann sagen, ey, guck mal, Onkel, Doktor, hier, was ist da? Was legen wir denn da jetzt neu drauf? Und was wird da als Abdeckung genommen? Und. Direkt, krass, sofort, schnell, zack, zack, und dann geht das weg, ab zum Therapeuten, wenn er in die Physiotherapie geht, ich kriege eine Info von der Physiotherapie, wie ist das gelaufen, oh, war zu viel, okay, müssen wir umstellen, das Hand in Hand einfach, viel mehr, das ist so meine Utopie, dass das stattfindet. Und zukunftsmäßig wünsche ich mir auch Städte, Demenzstädte, Schilder draußen dran, Achtung, Demenz, weil das wird nochmal der Hammer werden so für Zukunft, dass es einfach Demenzstädte gibt, wo Menschen, die Demenz haben, draußen laufen dürfen, sich nicht irgendwie, dass einfach ihr Leben weiterleben dürfen, so wie sie gerade sind und nicht irgendwie in Heime gesteckt werden oder in WGs oder so, sondern einfach draußen rumlaufen dürfen und dass man ihnen hilft, wenn man sie sieht, dass man sagt, komm, hack dich mal ein, ich bringe dich mal nach Hause, du siehst irgendwie so aus, als ob du verloren bist. Ja, ja, und paraphrasier. Genau, das ist so mein utopischer Traum. Weniger so. Also die digitale Akte auf alle Fälle und weniger Pflegeroboter. Weiß ich nicht, da habe ich ein bisschen Angst vor. Ausbildungssituation. Welche hat mich nachhaltig geändert? Im ersten Lehrjahr bei mir. Ich sollte einen sterbenden Patienten waschen.
der schon sehr kraftlos war, war finale Phase und ich gab's von oben gab's dann das Problem, ich habe halt die Idee gehabt, ey, T-Shirt aufschneiden und die sagten, ne, wird nicht, der wird gedreht, gewendet, egal, das muss da jetzt machen, weil die Angehörigen, aus Angst, dass die Angehörigen sagen, das kostet 5 Euro, Schaden gemacht. Oh mein Gott, ey, wo ist denn da die Fachkraft hier bitte, ja? Also dann bin ich Fachkraft und das verkaufe ich auch dem Angehörigen, dass ich sage, hier, so sieht das aus, wir schneiden jetzt bitte die T-Shirts auf, weil das geht nicht mehr. Und das ist so eine Erfahrung zum Beispiel, dass ich dann eigenverantwortlich im ersten Lehrjahr sagen oder einfach gemacht habe, das T-Shirt aufgeschnitten habe, zum Wohle des Patienten, sowas zum Beispiel, oder einfach das Stopfen, ne? Essen reichen auf Zeit, Stopf, komm schon aus den Ohren wieder raus, egal, ich bin fertig, bin erster, er hat alles abgefüllt. Das sind so die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die haben mich nachträglich sehr geändert oder auch verändert. Ich gucke genau, wie ist der Ton dort in der Pflege, wie kommt es an. Da bin ich sehr, sehr empfindsam geworden. Ja, Ozymandias91 hat mich gefragt, was ich der Politik ans Herz legen möchte. Da bin ich jetzt mal ganz böse und ihr müsst alle sehr tapfer sein. Ich würde der Politik nichts ans Herz legen, weil Politik hat mit Herz da nicht viel zu tun. Das ist genauso wie die ganzen ausgebrannten Krankenschwestern und was Pfleger, die da irgendwie jetzt gerade Flexit brüllen. Die haben auch gedacht, dass die Arbeitgeber mit Herz arbeiten. Illusion. Nee, lass das doch mal sein. Also ich denke mal, ans Herz legen kann man Politiker nicht. Man kann die nur unterstützen oder auch Druck machen, dass die einfach ein Stück weit beides im Blick haben. Arbeitgeber und auch Arbeitnehmer. Berufspolitisch da, dass die da ihren Gang machen und zugunsten natürlich des Volkes entscheiden. Aber ans Herz legen kann man denen nichts, weil da ist nichts Herzmäßiges. Das habe ich mir so notiert. Pflegeschlüssel. Hoch, nicht runter, nicht Minimumbesetzung, Maximalbesetzung. Weil es kann momentan, es wird ja nicht besser, also wir kriegen ja immer mehr zu tun in der Pflege, nicht immer weniger. Das ist ja das Ding. Dass schlussendlich Betten geschlossen werden, ist klar, damit fangen die schon lange an. Auch das ist Illusion, das ist jetzt alles neu für viele. Die Betten werden schon lange geschlossen. Das ist schon gang und gäbe und werden auch keine alten Pfleger eingestellt im Krankenhaus dann dadurch mehr. Auch wenn wir es könnten, ist egal. Es schließen lieber Betten, ist doch egal. Lass uns so machen. Aber Pflegeschlüssel muss hoch, nicht runter. Maximal. Entgelt. Na klar, muss das Entgelt irgendwie stimmig sein. Als erstes Pflege-Ost-Geschichten, Ost-West. Das muss angeglichen werden. Es kann nicht sein, dass der Westen mehr verdient als der Osten. Das muss gleich sein. Und dann gleich, wenn wir angeglichen werden, gleich 500 bis 800 Euro brutto mehr drauf. Logisch, bei der Arbeit, die wir ja machen, ist verdammt viel Verantwortung, die wir tragen. Da muss einfach auch der Rubel rollen, Leute. So, das Bild in der Pflege oder das Bild von der Pflege. Ja, das ist, es gibt kein Bild von der Pflege, glaube ich. Da fehlt was. Also entweder ist es noch nicht angekommen, was wir alles so in der Ambulanten, im Heim, auf der Demenzstation, in der Intensivstation, in der Reha-Klinik machen. Das wissen die Leute da draußen gar nicht. Und ich denke mal, da sollte wirklich was laufen. Mehr Werbung da draußen muss, hatte ich ja schon gesagt, muss laufen. Und da müssen wir auch mehr zeigen, was wir machen, was unser Job ist. Mein Wunsch an die von der Gesellschaft, Unterstützung. Ich will Unterstützung von der Gesellschaft, das Interesse, nicht diese dummen Sprüche, ja, das könnte ich nicht und blablabla, bla bla, das ist alles Schwachsinn. Ich will die Unterstützung und ich will die Kohle von der Gesellschaft, vom Volk und schlussendlich muss uns allen klar sein, solange der Tiger beim Nachbarn rumrennt, Tyrannosaurus Rex im Garten des Nachbarn rumrennt, interessiert das nicht. Also solange, es muss erst die Wunde bei mir entstehen oder der Notfall bei mir sein, mein Angehöriger dement werden oder ins Altenheim müssen oder was auch immer, dann wird es interessant. Solange das beim Nachbarn ist, ist mir das doch Rille. Und das muss sich ändern in der Gesellschaft. Das muss sich ändern. Und wie? Keine Ahnung. Aber das wünsche ich mir von der Gesellschaft. At Darkshadow792. Wenn ich alt und Demenz, ob ich zu Hause oder im Heim, ich möchte zu Hause mit meiner Demenz liegen oder rumlaufen. Vielleicht sogar dann in der Stadt, die Demenzstadt, die es dann überall gibt. Das würde ich mir wünschen. Ansonsten möchte ich, weil ich bin ja nicht mehr ich, also die Demenz, die ich so kennengelernt habe, die ist mal teilweise am Anfang noch ganz putzig, aber hinterher wird die echt schlimm und die möchte ich nicht sein, weil ich bin die dann nicht mehr. Dann bin ich nicht mehr ich und ich bitte dann darum, Stecker ziehen oder was auch immer.
Ja, ich werde dafür Sorge tragen durch Patverfüh und sonstige Sachen, dass es nicht stattfindet. Und auch sonst gibt es noch ein Video hier im Kanal, die Erinnerungsbotschaft an mich selbst. Schau mal da rein, war ganz spannend. Demenzerfahrung habe ich natürlich, klar. Es gibt so zwei Kundengruppen, wo ich das Gas rausnehme, wenn ich da bin. Das sind die Palliativ, also die Sterbephasen, die Sterbenden und die Demenzkranken. Weil da muss man einfach anders arbeiten. Ich kann einen Demenzkranken, der gerade irgendwie in einer Krise ist und gerade nicht weiß, wo er ist und was er ist, nicht jetzt einfach spritzen. Nach Minutentakt. Ich habe ja nur einmal 3,5 Minuten, keine Ahnung, für eine Insulinspritze-Injektion, keine Ahnung, mit Messen. Da braucht es mal mehr und die Zeit nehme ich mir auch. Wenn derjenige in einer Krise ist, dann paraphrasiere ich auch erstmal und rede erstmal mit ihm und stelle mich erstmal auf ihn ein und gehe auf Augenhöhe, damit derjenige keine Angst hat, wenn der Pfleger kommt. Wichtig. Also das ist so meine Erfahrung. Ja, was gab's noch? Da war es das. Ende aus Nikolaus. Mehr habe ich nicht. Ich danke euch für euer Interesse. Ansonsten noch als Feedback, als ich fertig war mit meiner ganzen Lernerei, da fehlte mir natürlich irgendwas. Ich war im Arsch. Ich war echt durch. Ich kriegte überhaupt gar keine Ruhe mehr rein. So nach dem ganzen Setting, ey, das war echt irre. Ich musste immer irgendwas tun. Das Lernen fehlt mir jetzt im Nachhinein noch. Ich würde jetzt auch wieder lernen wollen. Merke auch, dass ich schon wieder ganz viel vergessen habe. Das finde ich auch schade. Da muss man auch wieder was machen. Ah, es geht wieder los und ich will wieder weitermachen. Ich freue mich drauf. Ich danke euch für das Interesse, was ihr mir gegeben habt. Ich habe das jetzt einfach mal runtergerasselt. Ich hoffe, alle Fragen beantwortet zu haben. Haut noch Fragen unten ins Kommi rein. Kein Problem, ich gehe noch mal drauf ein. Ansonsten danke ich euch für eure Unterstützung und für das Dasein. Und ich habe Bock auf Pflege. Es gibt keinen besseren Job, finde ich, auf diesem Planeten als die Pflege. Und für mich gibt es kein Flexit. Der ist für mich definitiv, kommt er nicht in Frage. So viel von mir dazu. Ciao!